Willkommen zu Devil May Cry 5. Ja, mal schauen, was mich erwartet. Ich habe mir das Ganze bei Steam gegönnt und bin mal gespannt. Und der wuchs und Tag und Nacht. Handelt sich, glaube ich, um eine Vampirsaga. Oh, schön erstmal an der durchziehen. We've known each other a long time. You never had this much trouble. You gonna make it through this, Dante? Ah, wir spielen Dante, den Teufelsjäger. What am I doing wasting my time here? He's got this. You should not underestimate this demon. After all, it was he who took your right arm and gained a great deal of power from it. Also wieder irgendwelche Halbstarken, die es wissen wollen. I suggest you do not fall behind. Yeah. Okay, V. You're an interesting guy, but you're right. I've got a score to settle with that son of a bitch. Immer dasselbe. Immer dasselbe. Die im Spiel angezeigten Tutorials können auch jederzeit im Pausenmenü angezeigt werden. Das ist gut. So, hier können wir schon mal springen. Springen, springen, springen. Hier kann er schießen. Hier kann er zuschlagen. Hier kann er gar nichts. Okay. Schießen. Schlagen. Alles klar. Und springen. Dante. Ich glaube, mehr brauchen wir auch gar nicht. Achso, ich habe gedacht, ich spiele Dante, aber ich muss gegen Dante angreifen. Jetzt. Im Sprung Wandnähe A drücken. Drücke nach einem Sprung nah an einer Wand A, um dich von der Wand abzustoßen und dadurch erneut zu springen. Okay. Okay, super. Also jetzt habe ich schon gesagt, das sind Halbstarke, die Dante ärgern wollen und ja, jetzt spiele ich selber diese Halbstarken, muss Dante einen auf die Fresse hauen wahrscheinlich. Hm, die sehen ja lecker aus. Dämonische Insekte im Puser. Na, dann kommen wir her am Puser. Versperrt eine Barriere dem Weg, steht ein Kampf bevor. Besiege alle Gegner, um die Barriere zu zerstören. Und zu wiederkommen, und weiterzukommen, genau. A schließen. Ja, mal gucken. Verpasse ich den einen mit der Knarre? Oder nehme ich das Schwert? Aber ich glaube, ich schieße erstmal. Rote Kugel, Stein aus kristallisiertem Dämonenblut, tauschbar gegen neue Waffen, Fertigkeiten, auch Wiederbelebung. Okay, also wir können auch irgendwann aufleveln, das ist schon mal gut. Ah, schließen.
Mit RB, LS kannst du das erfasste Ziel ändern. Okay. Ah, alles klar. Dann wollen wir mal. Ja, die Grafik ist ja ganz nice. Ganz gut aus. Da fällt mir jetzt erst auf, dass er nur einen Arm hat. Ach, Biene Maya macht auch mit. Ja. Ja, super. Insekten, die sich wiederbeleben, das hasse ich ja. Flatterndes Grüne, Green Amp User. Ja. Die vergiftet uns bestimmt auch wieder. RBLS nach hinten, Y neben den normalen Angriff verfügst du auch über Spezialtechniken. Beispiel High Roller. Drücke RBLS nach links, Y, um einen Gegner in die Luft zu schlagen und halte Y, um die Luft zu schlagen. Bla bla bla. Okay. Mal gucken, ob wir uns das alles merken können. Ja. Ja, final shot. Oh, jetzt hier mal Ruhe. Hey, thought you took off. Do you not understand? We cannot hope to do this without you. That's all right, superstar. Go on with your bad stuff. Go ahead. We got this. Geiles Schwert. Kann man nicht anders sagen. Ja. Wahnsinn, dass er nur mit einer Hand kämpft. Ja, komm her. Sieht ja ein bisschen aus wie Ameisen, die Gegner. Also gar nicht so wie Fliegen, finde ich. Naja, egal. Oh, wer ist das denn? Gleich ein böser Endgegner hier am Start. Öffne das Tor. Hui. Dem ist wohl nicht gut Kirschen essen. Alter, wie viel hat er platt gemacht? Und ich soll den da besiegen, oder was? Heftig, heftig. Looks like this won't be a total waste of time after all. Hey, jackass! Didn't your mother ever teach you it's not nice to steal? Also ich hätte da nicht so eine große Schnauze, wenn da fünf meiner Partner rumliegen würden. I'm bagging this bitch. Oh, Alter. Oh, verpiss dich da. Ja, mit dem ist nicht gut Kirschen essen hier. Scheiße. Übel, übel, übel. Ich
Alter, jetzt lande ich genauso wie meine Leute da vorne. Heftig, heftig. Ich glaube, den konnte man gar nicht besiegen. Ah, wir kriegen Unterstützung, sehr gut. Zwischen den Beinen geht's ganz schön ab. Alter, das nenne ich mal Action. Ja, ich würde mich da auch erstmal verpissen. Ich kann ja froh sein, dass er das geschafft hat. Aber wenn du da heile rauskommst, ey, das ist aber ein Segen. Ach, der war das. Der hat den Arm geraubt, ne? Super. Übel, übel, übel. Alter Schwede. Mit denen sollte man sich nicht anlegen, habe ich das Gefühl. What happened to Dante? Where's Dante? He's buying time, but it doesn't look good. Ach du Scheiße. Nur weil wir versagt haben, müssen wir jetzt runterladen. Dante lost. Forget it. There's nothing we can do. We must go. Okay, das gefällt mir auch nicht, dass wir da jetzt abhauen. Und das Gebilde wächst weiter. Rote Kugeln gesamt, 4100, okay. Die Stärke der Dämonenkönigs Urizen übersteigt allen Erwartungen. Ja, das habe ich festgestellt. Auch wieder so eine geile Grafik. Nico steht da dran. Same crap, different day. So, tell me. Tell you what? How's it feel to be rescuing the guy that killed your father? Hey, I'm glad we're getting personal. Well, he abandoned my mother and I and left us for dead. So I feel nothing. Well, he's not exactly going up for Father of the Year award now, is he? His research wasn't half bad.
Came in handy. Mildly thankful for that. They have to do that in here. It already smells like ass. That's you. Oh. Hey, Nico? Don't lose your tits. I see him. Ich glaube, ich muss wohl gleich mal aussteigen und dann gibt's auf die Fresse. Auch geil. Kippe erstmal im Kopf ausgedrückt. Na, das nenne ich doch mal einen Superhelden. Genau, ganz lässig. Mal locker die Schwerkraft aus dem Weg geräumt. Ja, gibt's den Pack, genau. Ja, noch. In den Kopf wie E.T. So, zack, bumm. Genau, sie fängt sich noch eine Fluppe da drin. Das nenne ich mal schwarzen Humor. Geil gemacht. Ja, wenn er immer so kämpft, werde ich mit dem noch ordentlich Spaß haben, muss ich sagen. Der geht ja hier mächtig ab. Mucke ist auch geil. Ja, da fliegt noch eine Straßenpylone rum. Auch schön. Genau, jetzt steigt er wieder ein und die fahren weiter. Leck mich an der Tisch. Das hätte Cold Sievers nie geschafft. Das Spiel wirbt nicht für das Rauchen oder Zigarettenkonsum. Ja, das muss man heutzutage erwähnen, auf jeden Fall. Ist ganz wichtig. Devil May Cry 5. Ja, sehr schön. Schönes Intro, sehr lang, sehr cool, sehr actionreich, geile Mucke. Was will man mehr? Wenn das Spiel jetzt so weitergeht, alles super. Alter Falter, ey.